Gut so? Ja. Ja, wenn es gut ist, dann ist gut. Herzlich willkommen erstmal. Gell? Ich mache mir teil, dass er uns mal besucht hat. Das ist doch schon viel wert. Wir sind heute in Ronneburg-Thüringen. Ronneburg-Thüringen ist eines der traditionsreichsten, wenn man sagt, Ländereien, wo es so viel Handwerk gibt. Und wir sind hier in Ronneburg bei einem Handwerk, was relativ selten ist. Das ist eines der seltensten Handwerke, die es überhaupt noch gibt. Wir gehen nun zurück. Wir sind in der 5. Generation, was der Opa noch gemacht hat und der Uropa. Ich komme jetzt mal aus dem Off. Manfred, hallo. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ja. Baumetall zu Gast in Ronneburg. Du hast überhaupt noch nicht erzählt, wie heißt dein Beruf eigentlich? Der Beruf heißt zum Beispiel Korpusgürtlerei. Korpus ist Körper. Das heißt also, wir formen mit dem Hammer die Formkugeln. Oder wie gesagt, Gefäße, und das wird mit dem Hammer geschlagen, und das nennt sich Korpusgürtlerei. Okay. Ja? Das ist an sich die Vorstufe vom Silberschmied, wenn man so sieht. Seit wann machst du das? Seit 1980 mache ich es, aber offiziell habe ich es übernommen dann. Und machen tue ich es schon seit, wollen wir sagen, seit dem 14. Lebensjahr. Ja. Und das soll ja auch was sein, wollen wir sagen, wo wir auch der Jugend was zeigen können. Was wird überhaupt mit der Hand gemacht? Viele wissen das gar nicht mehr. Man muss kreativ sein, von der Zeichnung angefangen, über das langsame dann Festlegen der Zuschnitte und dann langsam die Form, muss man schon im Kopf haben, wie das mal entsteht. Ja, das ist es eine so. Das heißt, wenn ich irgendwas anfange, sehe ich schon, wie es aussehen muss. Ja, und so wie gesagt, gestalten wir relativ jetzt die vielen Accessoires. Wir bereiten ja auch kleine Schmuckstücke mit und da sind wir, kann man sagen, jetzt fast deutschlandweit der einzigen, die noch Zinnschmuck anbieten, der mit der Hand getrieben wird. Und zwar wurden ja früher die Gürtelschneiden mit der Hand geschlagen, das waren ja Prestige-Objekte jetzt mal. Ich glaube, die hier waren Degen oder irgendwo was, oder jetzt mal als Gürtel direkt jetzt. Und da wurde die ziseliert, wurden Wappen rein ziseliert oder Namen rein ziseliert. Und so ist dieser Beruf als Gürtler entstanden. Es kommen ja viele an. Wisst ihr ja auch, zum Beispiel im Bierkrug, da ist der Henkel abgegangen. So, an dem Bierkrug sitzt du circa eine halbe Stunde, musst ein neues Gelenk machen, allen drum. Jetzt sagst du den Leuten eine halbe Stunde. Ja, würde ja so ungefähr 25 Euro kosten, sagt er, kriege ich den im Internet für 5 Euro. Das Schätzen der Handwerkskunst, ne? Das ist die Handwerkskunst. Aber du hast auch Kunden, die durchaus mal besondere Aufträge bei dir beauftragen. Das ist ganz klar, vor allem. Die Kunden, die liebst du ja auch, gell? Die wollen wir sagen, du musst auch pflegen. Das ist ja das eigentlich so. Und wir haben einen besonderen Kunden, auch bei Würzburg-Kunden. Aus Baden-Württemberg. Baden-Württemberg, ja. Oh, okay, wen meinst du jetzt ganz genau? Aber ich guck mal hier so rein. Ich bin gespannt, weil ich kenne den Kunden sehr gut. Also wir haben den Auftrag bekommen, was Besonderes zu schaffen. Und wenn man dann fertig ist, da laufen auch die Stunden, die laufen weg wie eine Eins, die kriegst du gar nicht mit. Und dann sagst du, damit du fertig bist, das hat sich erledigt. Merkt ihr eigentlich da draußen, wie jetzt gerade der Spannungsbogen steigt? Und jetzt haben wir etwas Besonderes gestaltet. Wir wollen die Sache mal ganz langsam lüften. Seid ihr alle soweit? Ja, es geht los. Langsam, bitteschön. Ja, Wahnsinn. Was ist das denn bitte? So, und das ist der Rabe jetzt einmal. Er hat schon einen kleinen Schwips, er liegt dort an, nach hinten, stützt sich mit seinen Federn ab. So, dann guckt er hier mit seinen großen Klucks auf in die sogenannten Pokalreihen. Diese, da ist ja kaum noch was drin. Im Großen und Ganzen. Also wenn es hier regnet, läuft so unten ab. Gell? Das ist alles okay. Ja, das ist extra nur mit dem Loch drin. Ja, ja. Und der Krone genauso. Sonst würde die voll Wasser stehen. Und würde im Winter, wenn es gefriert, würde die auseinandergehen. Okay. Also das ist alles schon. Und die Entwässerung der Krone geht durch den Körper? Die läuft hier unten raus. Da unten raus, okay. Das, wie gesagt, ist ein Stück, was alles in Kupfer, hier sind ja lauter Teile, die müssen erstmal schneiden, müssen verarbeitet werden mit dem Hammer. Wir haben dann drauf gesetzt, der Untergrund jetzt mal, dieser Körper, die Körperformung, musst du erstmal vorher jetzt mal komplett fertig machen, hochtreiben. Und dann wird das ja bloß aufgesetzt auf diesen Körper.
So, guck, und dann hast du jetzt auch von der ganzen Gestaltung jetzt hier gesehen, von oben mit dem Kopf, mit der Manschette und so, ist so alles verdeckt. Da siehst du keine jetzt immer, wo wir sagen, große Schweißnähte oder sowas, sondern das läuft alles in eins über. Und wenn du siehst, schon die Krallen, die werden ausgeschmiedet, dann werden die jetzt hier, wie gesagt, jetzt sind dann verlötet, verschweißt jetzt hier mit Kupfer. Das ist alles Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wunder, wunderschön. Ja, das ist es eigentlich so. Also Meister seines Faches. Mega. Aber muss man sagen, ich hatte auch Unterstützung gehabt von unserem jungen Meister, Steffen, der jetzt Betriebsinhaber ist, der die Firma jetzt weiterführt. Und den kann man ja auch mal mit ins Bild mal reinbitten. Also das ist unser Jungmeister jetzt hier, der die Tradition der Gürtlerei-Firma hier übernommen hat. Nach 3 Jahren jetzt schon, gell? Genau, 4 Jahren. 21, genau. Ja, nee, hat er gesagt, wenn du mal nicht mehr bist, ich möchte gerne auch diese Werkstatt erhalten, dass man auch mal in der Zukunft mal Leuten zeigen kann, was überhaupt früher so gemacht worden ist. Ist auch gut, in Ordnung. Und da haben wir dann eingereicht, da wollte er seine Meisterprüfung dann machen, also erstmal die Meisterschule. Und mit Unterstützung dann in Würzburg ist es geglückt. Ja, muss ja mal neue Ideen mal reinbringen. Muss ja auch mal das Rad neu erfinden und gucken, ob das überhaupt noch so funktioniert, wie es denn eigentlich funktioniert. Aber ich versuche dann auch ein bisschen zurückzuziehen. Dass er ist jung, dynamisch und er muss seinen Lebensweg ja auch gehen, auch wenn ich mal nicht da bin. Das ist es auch nicht so.